So, jetzt aber die Frage, was ist los hier in Köln? Und ich erkläre es erstmal so sachlich wie möglich, was mit diesen unschönen Verdächtigungen. Schauen Sie mal, das ist hier unsere schöne Restmüllverbrennungsanlage in Köln-Niehl. Da fahre ich jeden Tag vorbei. Ja. Ja, jeden Tag, weil ich weiß, da wird mein Müll, den ich vorher wie bekloppt getrennt habe, sauber und getrennt wiederverarbeitet. Die ist neu, die ist modern, die ist super. Die hat, glaube ich, ungefähr 800 Millionen Mark gekostet. Genau. Diese Firma Trinikens mit ihren super tollen, umweltfreundlichen LKWs, die bringt den Müll dahin, entsorgt ihn und die macht das, nachdem sie den Zuschlag bekommen hat, gegen Mitbewerber. Genau. Ja. Und das muss man schon mal sagen, es gab ja schon mal Mitbewerber überhaupt hier in Köln. Verstehen Sie? Das wird immer verschwiegen. Ja, man hat nicht einfach gesagt, mach es. Ja, sondern nein, es gab Mitbewerber. Und die waren halt nicht, waren sie billiger? Nein, doch, natürlich waren sie billiger. Aber die Mitbewerber waren billiger. Das ist jetzt wieder das, was... Wie soll man das erklären? Da fängt der Schlamassel an. Die Mitbewerber waren billiger, aber diese fantastische Firma Trinikens, ja, hat den Zuschlag erhalten. Und dafür sollen Kölner Top-Politiker, auf die der Kanzler gezählt hat, die bundesweit noch eine ganz große Rolle spielen wollten, ja, Gelder bekommen haben von Schweizer Konten. Soweit kennen wir das. Ja, und diese Gelder sind in die SPD-Parteikasse hier in Köln geflossen. Und dafür haben wieder total anständige kölsche SPD-Politiker Spendenquittungen erhalten, obwohl sie gar nichts gespendet haben. Damit es so aussieht, als wäre das Geld, was in der Parteikasse ist, von diesen Politikern gekommen. Und die Spenden können sie natürlich steuerlich geltend machen. Verstehen Sie? Die haben jetzt was abgesetzt, was sie gar nicht gespendet haben. Und dafür gibt es Worte wie Betrug oder so in unserem Gesetz. Unschöne Worte, die so kalt klingen, so juristisch, so technisch. Betrug, Korruption, Schmiergeld, das sind doch alles Begriffe, mit denen eine moderne Gesellschaft gar nichts mehr zu tun haben will. Ja? Und betroffen, das sind ja alles Menschen, die Familie haben. Da hängen ja Schicksale dran. Das würde mich nicht wundern, wenn die Familie sich nicht mehr auf der Straße traut. Weil man mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, dein Alter war auch so blöd und hat bloß 20.000 genommen. Diese Karriere ist zum Beispiel zerstört. Ein schwerer Verlust für die deutsche Politik. Mit ihm hatte der Kanzler noch viel vor. Ja? Das ist Norbert Rüther, meine Damen und Herren. Er raucht europäisch, zeig es. Hier, Dukal hat er in der Hand. Nimm weiter unten, hier. Dukal, ja. Und er hat sich auch international mit der Ungeziefervertilgung befasst. Hier, Red. Das war ein Vorschlag für die EU-Kommission. Ja. Norbert Rüther war vom Beruf Psychiater vorher. Ach, echt? Ja, habe ich gelesen. Hat sogar die Landesklinik hier geleitet, zwischen Köln und Düsseldorf. Ja. Ja, die ist ja in Köln-Meerheim. Was heißt zwischen Köln und Düsseldorf? In der Zeitung stand zwischen Köln und Düsseldorf. Ja. Vielleicht gibt es mehrere Landeskliniken. Gibt es ja, nicht mehrere Landeskliniken? Ja, bestimmt. Herr Rüther ist, kann man das sagen, weg vom Fenster. Ja. Zurückgetreten aus Bums Feierabend. So, das hier sind, schauen Sie, das hier sind diese Container. Um die geht's, ne? Die werden alle entsorgt. An sich schon ein schönes Bild. Ja? Und dann noch in Zusammenhang mit Korruption. Aber es ist in Köln hier ist das was anderes. Er hier zum Beispiel. Sieht so jemand aus, der Kohle bunkert? Oder? Das ist doch irgendwie... Der lässt sich doch bei Obi die Haare schneiden. Ja? Das ist doch 6,20 Mark, stimmt so. Wer ist das? Manfred? Biziste. Biziste. Spricht man das Biziste aus? Oder Biziste? Manfred Biziste, Ex-Schatzmeister SPD ja, Köln. Auch zurückgetreten. Auch zurückgetreten. Musste natürlich irgendwo wahrscheinlich diese Spendenbescheinigungen... Der hat's gestückelt. Der hat's geschüttelt. Gestückelt hat er es.
damit die Summe nicht so groß werden, damit man es nicht melden muss. Ja. Und dann gesagt, Walter, hier deine Spenderbescheinigung. Warte, ich hatte ja nicht gespendet, aber der weißt du doch. Unterschreib mal hier. Oh, wenn da draußen, das muss man sich auch vorstellen, wenn diese armen Männer, das sind ja keine Profis, ja, das sind ja ganz normale, überforderte, kleine Klüngel. Politiker gewesen, wenn die immer sitzen und hören, Kohl, 2 Millionen, um Gottes Willen, Leisler, Kiep an der Grenze und so weiter. Und sie wissen, sie selber haben auch Spendenbescheinigung, wahrscheinlich so mit einem Kartoffeldruck und so. Weil das ist es ja. Diese Typen haben ja nicht die Nerven dafür. Das ist ja auch das, was so wehtut. 10.000, wahrscheinlich gar nichts selber genommen. Wenn sie wenigstens 200 Millionen privat genommen hätten, irgendwie Nutten auf Yachten und so weiter. Yes, sir! Über ihn wissen wir nichts und das ist gut so. Ja. Er ist Ralf Sterk, Vorsitzender der FDP. Wieso ist er im Zusammenhang mit diesem ganzen Müll, also mit dem ganzen Müllskandal hier? Ja, man weiß es nicht genau, aber auch er hängt mit der Firma Trineken zusammen, weil er laut SZ mit seinem Bruder den Kurierdienst Kölner Flitzer leitet und die den Löwenanteil der Aufträge der Firma Trinekens übernehmen. Das ist mir jetzt, das ist Hochdeutsch nicht mehr zu bewältigen, meine Damen und Herren. Das muss. Wenn ich das auf Kölsch mache, dann klingt das menschlicher. Oder? Macht ihr auch eine Kölsch im Bad, Andrak? Ich mein's. Ja, der Andrak. Ja. So. So. Das ist der Ralf Sterk. Genau. So, jetzt erzähl mal, oder man sagt verzähl. Verzähl mal. Verzähl mal unsere Zuschauer, der Lück, Drusse, warte mal, der Ralf schon wieder anhängen will. Aber der Ralf hat eine Firma. Der hat eine Firma mit seinen Brüdern zusammen. Ja. So, was ist das für eine Firma? Der Kölner Flitzer. Der Kölner Flitzer. Das ist eine 1A-Firma, oder? Das ist eine Kurierdienst. Das ist eine Kurierdienst. Ganz flöckische Stadt. Ja, und da müssen wir müssen jetzt so reden wie im Karneval, dass ich immer eine Frage, was du hier gesagt hast, wiederhole. Wie Kurierdienst? Ja. Kurierdienst. Was Kurierdienst? Das ist ein Kurierdienst auch. Also eine Kurierdienst? Das ist eine Kurierdienst, flöckische Stadt. Das sind eine Kuriere, was du durch die Stadt fahren. Genau. So, aha. So. Da haben wir hier wahrscheinlich auch schon Briefe durchgefahren. Ja, mit Sicherheit. Ja, sind wir deswegen korrupt? Nee. Nee. Der Ralf Sterk und sein Bruder hat den Kurierdienst Kölsche Flitzer. Und die tun immer die ganze Aufträge von dem Trinekens abwickeln. Ja. Wie abwickeln? Na, sie fahren halt flöck durch die Stadt. Ah, die fahren durch die Stadt? Ja. Aha. Haben die dafür Geld bekommen? Ja, normal, für die Aufträge, aber nicht zum Schmieren. Eben. Ist das bewiesen? Ich weiß es nicht. Ja. Aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Tun wir mal weg. Ich finde, mir ist das Ganze nicht volkstümlich genug. Ich nehme Flönz auf den Tisch. Damen und Herren. So. Das wirkt gleich wie ein Mann aus dem Volke. Und zwar, ich brauche auch keine Messer und Gabel, sondern ich esse es aus der Faust. Super. Ja. So, wie vielleicht der Mitarbeiter bei der Firma Trineken, nachdem sie mit der Flitzer die Post abgejagt hat. So, wer ist das da? Ralf Bietmann. Das Ralf Bietmann. Eine CDU-Mann ist das. Ja. Und der hätte eine Rechtsanwaltskanzlei. Oh, eine Rechtsanwaltskanzlei? Eine Rechtsanwaltskanzlei. Aha. Und der tut der auch ganz ob die Firma Trinekens vertrete. Was denn auch die Firma Trinekens? Auch die Firma Trinekens. Die, was der rote Flitzer per Flitzer beauftragt hat mit der Schmiergelder? Ja, 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 ja. Ja, was, ich denke, der ist bei der CDU? Ja, der ist bei der CDU. Ah, das ist der Klüngel.
Der hätte aber auch gestimmt dafür, dass der Firma Trinekens die Müllverbrennungsanlage wo da. Was denn, obwohl da andere billiger gewesen sind? Ey, jo, dat. Ja, und das. Ja, wieso macht das denn der Herr Bietmann von der CDU? Was? Warum macht das denn der Herr Bietmann von der CDU, wenn er das gerade mit der SPD ja nichts zu tun? Ja, der will doch auch Geld verdienen. Aber der ist nicht korrupt. Ah, natürlich nicht. Mir würde nie behaupten im deutschen Fernsehen, dass der Herr Bietmann von der CDU korrupt ist. Der will das alles abklären. Ja, der ist selber Rechtsanwalt. Ich kenne keinen Rechtsanwalt, der korrupt ist. So, Jack. Würde mich nicht wundern, wenn der Herr Bietmann morgen Haare abgibt von sich. Das ist nämlich das Prinzip vom Klüngel. Mal ist der eine oben, mal ist der andere unten. Aber zu bald kann es wieder anders sein. Leben und leben lassen. Genau. Man kennt sich, man hilft sich. Das ist Kölle. Und wenn Sie das mal so sehen, dann ist das alles halb so schlimm. Genau. Dann ist das menschlich. Dann steht das Geld gar nicht im Vordergrund, sondern eine Freundschaft. Echte Freunde. Stolz zusammen. Ja. Das hätten wir wissen können, denn was habe ich hier in meiner Hand? Goldsches Lied, Jut. Ja, Goldsche Karnevalslieder. Da steht alles drin. Wie heißt das hier? Wer soll das bezahlen? Jupp Schmitz. Es ist noch Suppe da. Und zwar ziemlich dick angerührte. Wir kommen alle in den Himmel. Das ist mein Lieblingslied. Wir kommen alle, alle, alle. Wenn Sie das hier vorstellen mit dieser Gesichter. In den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav. Das hat doch eine völlig andere Wirkung, oder? Ja. Als wenn ich sage, Korruption, Bestechung, das ist menschlich. Das ist das goldsche Herz. Genau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Das goldsche Herz. Das goldsche Herz. Ist Jod. Was? Ist Jod, das goldsche Herz ist Jod. Ja, das Jod. Mir schenke der Aal ein paar Blümchen. Komm, lass mal vierer. Wir lassen den Dom in Köln. Das sind Visionen. Stell dich vor, der Krümmel stund am Ebertplatz. Stell dich vor, der Louvre stund am Ring. Das will er auch keiner. Nee. Da muss man ja froh sein, wenn das untereinander geregelt wird. Und der dicke hier fällt mir, der wird mir fehlen. So, was haben wir noch? Trink doch eine mit. Oh ja. Das ist die Geschichte. Hast du den Text? Ja. Lies es du mal vor, weil du kannst den Dialekt, ich kann den nicht richtig. Aber das ist eine Alemann. Eine Alemann steht. Eine Alemann steht vor der Wirtschaftstür. Der so jenens eine trinke, der. Ja, halt mal. Ja. Das ist wichtig. Er tät jen eine trinken. Ja. Aber er hat kein Geld. Normal. Ja, aber man hilft ihm. Man hilft ihm. Herr Staatsanwalt, hören Sie mal, wie het weitergeht in unserem schönen Kulturlied. Doch er hat viel zu wenig Geld. Ja. Solang er auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung groß. Aber keine sind die alle Mann. Das ist unsere Gesellschaft, ja. Doch, doch, doch einer mit einem Bier. Was trinkst du heute eigentlich für ein Bier? Warte mal. Ein Kölsch, normal. Natürlich! Uneingeschränkte Solidarität mit unserer Kölsche Müllabfuhr. Ja. Was ist das für ein Kölsch? Schönes Skaffel Kölsch Light. Ja. Frei, nicht frei. Ja, haben die Mitbewerber? Ja, nein. Ja. Bei den Brauereien würde man sowas nicht erleben. Da gibt es echten Wettbewerb. Und jetzt kommt es. Trink doch eine mit. Stell dich nicht so an. Du stehst hier die ganze Zigarre. Jawohl. Bam, 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 da. Hast du auch kein Geld? Das ist ganze Jahr. Trink
doch mit und kümmer dich nicht drin. Das ist unser Körper am Ring. Ja, das ist das wahre Körper mit Herz. Man lasse uns unser Körper nicht kaputt machen. Und das Tolle ist, meine Damen und Herren, dass wir hier im Recht sind, dass wir wieder mal das Opfer einer Schmutzkampagne sind durch die Medien. Wissen Sie, wer das erkannt hat? Unsere Freunde in Hollywood. Sie haben spontan einen Film gedreht, der sich mit dem ganzen Triss beschäftigt. Und wenn Ihnen was bekannt vorkommen sollte, das sind nur die Bilder. Aber der Text mit Herz, das ist es, worauf es ankommt. Los machen.